Hey ho, herzlich willkommen hier zum nächsten NBA-Video. Es ist All-Star-Weekend. Die ersten Gewinner gibt es ja schon. Team USA hat die Weltstars deutlich besiegt. Aaron Gordon unter Buhrufen keine 50 Punkte in seinem letzten Dankversuch bekommen. Dadurch hat Derrick Jones Jr. einen wirklich guten Slam-Dunk-Contest gewonnen. Den Three-Point-Shootout hat sich Buddy Hield gegen Devin Booker gesichert, der auch Nachzügler ist. Für den Kollegen Damian Lillard, der sich verletzt hat im letzten Spiel vor dem All-Star-Break, und Bam Adebayo hat die Skills-Challenge gewonnen, die eigentlich keinen so richtig interessiert. Und heute Nacht findet dann das Highlight für alle All-Star-Weekend-Fans statt. Gibt es ja viele, die diese Veranstaltung eigentlich gar nicht mehr so interessiert wie früher. Aber nichtsdestotrotz, es spielen Team Giannis gegen Team LeBron. Das schauen wir uns gleich an. Dazu noch ein paar Statistiken und mehr. Bis gleich. Oddspedia, the Sports Betting Community. Na gut, also ich weiß nicht, ob ihr alle Spieler im Kopf habt, die gedraftet wurden oder die beim All-Star-Break dabei sind. Die werden wir uns gleich anschauen. Vorher noch aber einen Blick auf den letzten Sonntag. Der war relativ erfolgreich hier mit unseren Tipps. Startend ab Pick Nummer 58, haben jetzt 63 mal einen Tipp hier in den Sonntagsvideo abgegeben und relativ erfolgreich mit, ach, eigentlich sehr erfolgreich mit 9 Einheiten und einem Yield von 14,33%. Aber darum geht es nicht. Es geht, wie gesagt, um Team Giannis gegen Team LeBron. Und jetzt erstmal, wer hat eigentlich wen gepickt? Die ersten 10 oder die Starter wurden ja von den Fans gewählt. Deshalb mussten die beiden Kapitäne LeBron James und Giannis Antetokounmpo aus diesem Pool picken, und danach wurden die Reserven gewählt. James hat sich eine ultrastarke Mannschaft zusammengeschustert da mit Davis, Leonard, Doncic, Harden, Lillard bzw. jetzt Booker, Simmons, Jokic, für mich an 14 viel zu spät genommen worden, Tatum, Paul, Westbrook, und Domantas Sabonis ist so der Typ, der in der Schule immer beim halt am Ende noch übrig geblieben ist und in irgendein Team musste. Bei Giannis spielen Embiid, Siakam, Walker, Young. Die Starting Five gefällt mir nicht so gut. Da hätte ich wirklich an Giannis Stelle nicht als erstes den Embiid genommen, weil warum hätte denn Davis gleich zwei Big Men picken sollen? Also hat keinen Sinn gemacht, und da fehlt mir so ein bisschen die Star Power wie im Team LeBron. Und danach mit dem ersten Pick quasi in der Second Round hat er erstmal seinen Teammate genommen, den Middleton, kann man machen. Und dann Adebayo, Gobert, Butler, Laurie, Ingram und Mitchell. Man kann höchstens sagen, dass vielleicht Team LeBron ein bisschen zu Star überladen ist, aber auf jeden Fall das klar bessere Team und dementsprechend auch die Quoten hier mit einer 1-4-5 und einer 3-3 auf Giannis. Bevor wir uns aber hier noch eine Wette überlegen, habe ich mir gedacht, macht es doch Sinn, einmal auf die Tabelle zu schauen. Ist ja sowas wie Halbzeit. Es sind zwar schon über die 41 Spiele gespielt, 82 Saisonspiele sind es ja insgesamt, aber da jetzt von lass mich überlegen, Donnerstag bis nächste Woche Donnerstag eigentlich kein Spiel ist, und natürlich danach gibt es noch Playoffs, ist sowas wie Saisonhalbzeit trotzdem, glaube ich, der richtige Begriff. Hier haben wir 8 Teams im Osten in den Playoffs, die ja relativ settled aus meiner Sicht sind. 6 Teams im positiven Bereich, also hier mit den Pacers 32 Siege, 23 Niederlagen, und auf Platz 7 ist bereits eine unter 50% Bilanz mit den Brooklyn Nets, und auch die Magic, auch wenn sie nach einem enttäuschenden Saisonstart jetzt immerhin auf Platz 8 sind, sind auf jeden Fall hinter meinen Erwartungen. Die Washington Wizards finde ich eigentlich ganz cool, weil die kämpfen wirklich um jeden Sieg mit einem unterdurchschnittlichen Team. Bradley Beal spielt eine Bombensaison. Davis Bertans, ein sehr beliebter Spieler bei einigen Teams, ist aber nicht getradet worden, spielt eine gute Saison. Thomas Bryant ist jetzt irgendwann mal wieder zurückgekommen, in der zweiten Hälfte der Hinrunde sozusagen. Und Mo Wagner hat auch schon ein paar gute Spiele aufs Parkett gezaubert. Auch Isaac Bonga ist ja Starter und beziehungsweise greift viele Starter Minutes ab. Ganz süßes Team. Mal schauen, ob sie noch den Playoff-Push schaffen. Die Bulls,
mit der Verletzung Markkanen, ich weiß gar nicht, wann er wieder zurückkommt, aber mehr oder weniger finde ich aus dem Playoff-Picture draußen, auch wenn es eigentlich nur 5 Siege auf die Magic sind und Hornets da letztendlich doch, wo man sie erwartet hätte, aber immerhin mehr Siege schon geholt, als ich vermutet hätte zu dem Zeitpunkt. Und dann wird es nicht besser. Höchstens den Hawks traue ich noch mehr Siege zu, dass sie hier vielleicht noch 4, 5 Positionen gewinnen werden. Im Westen nichts Neues, die Lakers auf 1, Nuggets 2, Clippers 3, Jazz 4, Rockets 5. Das sind einfach mega starke Teams, wobei ich glaube, dass die Rockets zu leicht ausrechenbar sein werden in den Playoffs. Da müssen wirklich alle nochmal über sich hinauswachsen und vor allem dürfen sich die Defenses der Teams, gegen die es vielleicht geht, nicht auf Harden, Westbrook einstellen, sonst wird es düster. Die Thunder haben jetzt sogar die Dallas Mavericks überholt, die Mavs allerdings mit einigen Verletzungssorgen und vielleicht ein bisschen mit der Leichtigkeit, die sie am Anfang der Saison hatten, nicht mehr ganz so stark. Ich glaube allerdings, dass das wirklich ein Team ist, die, wenn es beispielsweise gegen die Lakers oder die Rockets in den Playoffs gehen würde, dass sie da schon gute Chancen haben, sogar Favorit in dieser Serie zu sein, einfach wegen den Matchups, aber das ist einfach wahnsinnig weit entfernte Theorie, weil wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch einen Playoff-Push der Blazers, Spurs und sogar Pelicans, bei dem man sagen muss, da hat der Kollege Williamson jetzt ein paar Spiele abgerissen und wirklich Top-Statistiken aufgelegt, also da kannst du echt nichts sagen. Suns, die Timberwolves hier, erstmal zu denen da was, haben sich jetzt verstärkt mit D'Angelo Russell. Dafür ist Andrew Wiggins weg. Der spielt jetzt bei den Warriors. Und auch Phoenix Suns Franchise-Player Devin Booker ist ja nicht so happy dort. Gibt ja diverse Gerüchte, dass der nächstes Jahr mit seinen besten Freunden in der NBA, nämlich genau Karl-Anthony Towns und D'Angelo Russell, ein Trio bildet. Mal schauen, ob das wirklich passiert. Wenn ihr schon mal immer wissen wolltet, wer sind eigentlich die Leader und ihr habt euch nicht selber bisher auf ESPN oder sonst eine Seite angeklickt, dann schauen wir uns das jetzt zusammen an. James Harden, auch wenn in den letzten 4, 6, 8 Wochen eigentlich Russell Westbrook die dominantere Rolle spielt, sogar bei den Rockets, mit 35,3 Punkten pro Spiel immer noch der Topscorer, vor Giannis Antetokounmpo, der das Gleiche mit deutlich besserer Trefferquote und weniger Würfen schafft, die 30-Punkte-Marke zu kratzen. Trae Young hat schon einige Saisonspiele dieses Jahr mit 40 Punkten oder um die 40 Punkte und auch Double Digits Assists, auch eine bärenstarke Saison. Lillard, 29,5 Punkte, auch saustark, aber das Team dann doch hinter den Erwartungen, die ich in die Jungs gehabt hätte. Und Bradley Beal mit 29 Punkten, auch cool. Man sagt zwar, dass man dann in so Loser-Teams vielleicht leichter punkten kann. Auf der anderen Seite kann sich da die Defensive doch auch mehr auf dich konzentrieren. Ist schon eine starke Leistung. Andrew Drummond, jetzt wurde für ein Apple und ein Ei getradet von Detroit nach Cleveland mit 15,8 Punkten Rebounds, immer einer der stärksten drei Rebounder der letzten Jahre. Diesmal führt er eigentlich auch schon mit einem ganz guten Vorsprung vor Rudy Gobert, der jetzt endlich eine All-Star-Einladung bekommen hat, nachdem er schon ja diverse Defense und bester Defender-Titel und so weiter bekommen hat. Jetzt auch die All-Star-Einladung, mehr als zu Recht. Hassan Whiteside 14,1 Rebound, Clint Capella jetzt bei den Atlanta Hawks mit 13,8 und Giannis Antetokounmpo auch noch mit 13,5 Rebounds, definitiv auf MVP-Kurs. Da war ja auch hier der Kollege Doncic irgendwann mal, aber ich glaube, dafür ist jetzt alles ein bisschen zu sehr abgerutscht und da Harden auch nicht wirklich als MVP in Frage kommt, ist das für mich vielleicht ein Rennen zwischen James und Antetokounmpo, aber James hat Anthony Davis, deshalb wird es schon der Giannis wieder machen. Genau dieser James ist mit 10,8 Assists pro Spiel der einzige hier im Double-Digits-Bereich. Kein Russell Westbrook mehr, kein Triple-Double-Westbrook dieses Jahr offensichtlich. Er führt aber der LeBron vor Trae Young 9,2, Luka Doncic 8,7, Ricky Rubio trotz einiger Verletzungen, Sorgen und fehlender Spiele in dieser Saison mit 8,6 wieder Top-Assist-Geber und Ben Simmons 8,3. Bei den Blocks Hassan Whiteside mit 3, Brook Lopez, Anthony Davis, Miles Turner, Rudy Gobert, alle um die 2 und mehr.
alles natürlich auch wie zu erwarten Big Man. Und hier die Three-Pointers made. Davis Bertans, gerade haben wir über ihn gesprochen, 3,5, 3 Punkte Treffer landet er pro Spiel. Starke Leistung, hat auch eine unglaublich gute Quote. James Harden mit 4,6 wirft natürlich auch viel, viel öfter von Downtown. Lillard, weiß ich gar nicht mehr, ob man das Downtown nennen kann, oder von der Mittellinie, 3,9 Treffer. Buddy Hield, wenn ich das richtig gehört habe, ich habe mir tatsächlich nur die Zusammenfassung von den bisherigen Geschichten da angeschaut, Three-Point-Contests und so weiter. Ich glaube, da hat der Reporter sogar gesagt, er ist der jüngste Spieler, mit der irgendeine Three-Pointers-Made-Marke innerhalb von 2 Jahren überschritten hat oder irgend sowas. Russell jetzt bei Minnesota, und bei den Steals führt Ben Simmons mit 2,17 und The Claw hier mit 1,81 Steals. Kann er seine fetten Hände einpacken oder auspacken zum Steals benutzen. Jetzt aber der Blick bitte auf das heutige All-Star-Game. In knapp 10 Stunden ist es soweit. Wir haben eine deutliche Quotenvorteil bei Team LeBron. Haben wir auch gerade durchgegangen, wieso und weshalb. Letztes Jahr gab es ein 178-164 für LeBron. Davor hat auch schon LeBron gewonnen, aber da gab es als Gegner den Steph Curry mit seinen Picks. Und da gab es hier 148-145 auch ein deutliches Ergebnis. Die Quoten, schauen wir mal hier die Asian Handicaps, die sind vielleicht nicht ganz uninteressant. Die Line ist bei 6. Hier, das ist auch geil. Das Cherry Casino bietet eine 9,11. Offensichtlich haben die Lust, irgendwie eine Promotion zu fahren, oder wir haben ja einfach nur einen Kommafehler. Statt 9,11, 1,91 könnte auch Sinn machen. Wer weiß das schon so genau. Aber darum geht es nicht. Die Line ist bei ca. 6. Finde ich auch ganz gut gewählt. Aber dem All-Star-Game würde ich jetzt keinem empfehlen, vor dem Spiel hier auf die Lines zu gehen, weil wer weiß, was passiert. Ich glaube auch, dass durch die Geschichte mit Kobe Bryant, dass da, ist schwer zu sagen, also ob die dann Vollgas geben von Anfang an oder ob es da einige Tributes für ihn geben wird, wo dann vielleicht keiner spielt. Das kann halt dann alles theoretisch auch noch Punkte kosten. Oder also man muss erst wirklich die ersten Minuten abwarten, um herauszufinden, gibt es hier überhaupt eine Competition? Gibt es hier überhaupt Defense? Hier die Line liegt bei 305 bei den meisten Wettanbietern rum. Mein Guess wäre tatsächlich, dass es unter 305 Punkte gibt. Ich sehe da nicht so ein Spiel 178-164 oder was das war wie letztes Jahr. Ich sehe da tatsächlich ein Under. Würde aber nicht wetten wollen. Ich traue mir fast zu sagen, vom Verlauf her dürfte es eine langweilige erste Halbzeit sein im Sinne von Basketball. Ich glaube, viel Spaß, viel gut gelaunte Profis, die sich nicht wirklich reinhängen. Ich denke, dass da das Team Giannis auch führen wird. Ich glaube aber, dass gegen Ende hin tatsächlich die Lakers das Ding machen. Und ich werde es für mich klein anspielen mit einer Einheit oder zumindest um eine Einheit zu gewinnen auf LeBron. Die machen das. Und was sind eure Meinungen? Wie steht ihr eigentlich generell so zum All-Star-Game? Ich finde es spannender als vorher, oder was heißt spannender, interessanter als vorher wegen dem Gepicke, dass es nicht mehr rein Ost gegen West geht. Allerdings könnte man sich wegen mir eigentlich diese ganze All-Star-Sache sparen. Der Dunk-Contest, die Zusammenfassung, die ich gesehen habe, war ganz cool. Aber irgendwie ist es halt auch schwer, eine neue Gewürzmischung mit reinzubekommen. Eure Meinung würde mich echt interessieren. Glaubt ihr auch, dass Team LeBron gewinnt?
Und oder kann Giannis diesmal nach der ja nach zwei Niederlagen in Folge zurückschlagen? Ich sage nein und dann haben wir eine kurze NBA-Pause bis zum Donnerstag, Freitag und das nächste NBA-Video zu den Sonntagsspielen dann wieder wie gewohnt nächsten Sonntag hier. Bis dahin, man sieht sich. Otspedia.